Auftakt, Kreisklasse, Augsburg-Mitte, SV Hammerschmiede, DOK Lechhausen, ja, 2-0 für einen Gastgeber, hier bei mir der Trainer Thomas Lüchtel. Thomas, Auftakt 2-0 gewonnen im Derby, das es lange Zeit so bei einem Punktspiel nicht mehr gegeben hat. Resonanz war nicht schlecht, 2-0 gewonnen, wie zufrieden bist du nach dem Spiel? Ja, grundsätzlich bin ich natürlich zufrieden. Ich sage mal, erste Spiele weiß man nie genau, wo man steht. Und wir haben es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Erste Halbzeit, denke ich, war noch ziemlich ausgeglichen. Zweite haben wir dann ein bisschen mehr Druck machen können und haben dann, denke ich, auch verdient das Spiel 2-0 gewonnen. Wenn man sich die beiden Mannschaften jetzt so anschaut heute, es ist jetzt nicht kein Fußball-Leckerbissen gewesen. Kann man vielleicht am Anfang der Saison erster Spieltag auch nicht erwarten. Wo soll es für deine Mannschaft jetzt so hingehen diese Saison? Was ist Zielsetzung beim SV Hammerschmiede? Ja gut, die Zielsetzung ist die, dass wir im Endeffekt die jungen Spieler mit einbauen. Das haben wir im letzten Jahr auch schon relativ gut hinbracht. Ja, es sind wieder einige rausgekommen. Wir wollen schon, sage ich mal, im vorderen Drittel mitspielen. Vielleicht auch den einen oder anderen ganz vorne ein bisschen ärgern. Und wie weit es dann letztendlich unterm Strich ausschaut, dass wir vorne hinkommen, müssen wir abwarten. Ich meine, es ist jetzt ein Spiel, ein Sieg. Da freuen wir uns heute. Aber nächste Woche geht es weiter und dann schauen wir mal. Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Auftaktsieg im Derby und dann sehen wir uns im Laufe der Saison. Danke dir. Marek Zawadzki, ja, Auftakt hier, Derby-Time bei der SV Hammerschmiede, Auftakt 2-0 verloren. 90 Minuten, Marek, wie hast du das Spiel gesehen, den Auftakt deiner Mannschaft? Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Wir haben 2-0 das Spiel abgegeben, aber auch verdient abgegeben. Wir haben das Spiel einfach nicht, oder wir haben es nicht verstanden, Torchancen auch auszuspielen, 90 Minuten lang. Daher, ja, es ist viel Arbeit vor uns. Ja, Enttäuschung ist auf jeden Fall groß. Du hast es angesprochen, die Mannschaft ist bemüht, Marek. In der Defensive haben sie einigermaßen dagegen gehalten. Den Kasten, ja, zwei Tore kann man kriegen in der Hammerschmiede beim Derby. Aber nach vorne hat sie es gezeigt über 90 Minuten. So gut wie gar keine Torschance, vielleicht mal die ein oder andere Standard. Aber nach vorne ist das zu wenig. Ja, ehrlich gesagt wollten wir nur über Standards reinkommen, weil wir zum Beispiel heute auch mit zwei Jugendspielern gespielt haben. Der Kader ist nicht groß bei Lechhausen. Wir wissen auch, dass es auch kein Geld mehr gibt hier in dem Verein. Daher müssen wir erstmal mit dem Material arbeiten, was wir haben. Die Jungs sind, wie du es gesagt hast, auch bemüht. Das stimmt nämlich positiv für die Saison, aber es ist ein hartes Stück Arbeit. Und wir haben eine Kreisklasse-Mannschaft. Das muss auch jeder verstehen, dass Lechhausen definitiv nicht mehr aktuell, nicht mehr höhere Klassen spielen kann. Wenn man die Ligenzugehörigkeit anspricht, Marek, was ist mit der Truppe, mit dem Kader machbar für die Saison? Aktuell wirklich nur ein einstelliger Tabellenplatz. Wir müssen auch kämpfen, dass wir nicht nochmal durchgereicht werden. Wir müssen unser Spiel verbessern, um einfach nur mal irgendwann mal die Spiele auch für uns zu gestalten, auch von der Spielanlage her. Ich bin zufrieden, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz dieses Jahr erreichen. Marek, danke fürs Interview. Mehr Glück im nächsten Spiel und dann auch vielleicht mehr Glück für die ganze Saison. Danke dir. Patrick G., der Torschütze zum 1-0 vor der Kamera bei Schwarmsocker. Ja, 2-0-Sieg im Auftaktderby der Kreisklasse Augsburg-Mitte. Das 1-0 gemacht, das erste Tor in der neuen Liga, in der neuen Saison. Zufrieden nach 90 Minuten mit dem 2-0-Sieg? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben die Vorbereitung durchzogen, haben alle Spiele eigentlich soweit gewonnen, bis auf eins. Und waren auch richtig geil auf DOK Lechhausen. Die sind ja abgestiegen. Der direkte Nachbar und wir sind sehr zufrieden über den 2-0 Erfolg. Ihr habt Heimspiel, Kulisse war jetzt auch ganz ansehnlich, sage ich mal. Du sagst es, ein Derby, was es lange Zeit so nicht gegeben hat bei Punktspielen. Man freut sich auf die DOK Lechhausen. Wie hast du den Gegner, die DOK, gesehen? Ja, Lechhausen war überraschend gut zum Beginn, durch das, dass die alle Abgänge ja gehabt haben. Wir haben viel erwartet, sie haben viel dagegen gebracht, wo in der ersten Halbzeit wir uns sehr schwer getan haben. Und dann ist er in der zweiten Halbzeit glücklicherweise dann das Tor gefallen. Und durch das Tor ist es dann immer besser für uns geworden. Lechhausen hat dann auch konditionell nachgelassen. Und somit haben wir 2-0 gewonnen und sind zufrieden damit, wie gesagt. Vor allem auch hochverdient. Zielsetzung innerhalb der Mannschaft, wo wollt ihr hin die Saison? Für uns so. Abteilungsleiter Axel Rozanski hat gesagt, und die ersten fünf, die Mannschaft will dieses Jahr aufsteigen. Und wir sind gute Dinge, dass wir das auch durchziehen mit uns den neuen Neuzugängen, was wir haben. Also unser Ziel in der Mannschaft heißt ganz klar Aufstieg. Gut, halten wir so fest. Patrick G., Glückwunsch zum Tor, zum
Erfolg im Auftaktderby und dann sehen wir uns die Saison. Danke.